Er gilt als einer der Politiker, die die Welt verändert haben. Michail Gorbatschow, Friedensnobelpreisträger und letzter Staats- und Parteichef der Sowjetunion. Gestern ist er nach langer Krankheit in einer Moskauer Klinik gestorben, im Alter von 91 Jahren. Mit seiner Reformpolitik in den 1980er Jahren löste Gorbatschow Umbrüche aus, die letztlich zum Zerfall der Sowjetunion führten. Damit wurde auch der Weg geebnet für die friedlichen Revolutionen in Osteuropa und auch die deutsche Wiedervereinigung. Gorbi, Gorbi, rufen sie, Michail Gorbatschow auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. In Bonn jubeln ihm 1989 die Massen zu. Das hatte vor ihm kein Sowjetchef geschafft. Gorbi veränderte sein Land und die Welt. Die deutsche Einheit wäre ohne ihn nicht möglich gewesen. Als junger Mann vom Land war Gorbatschow 1950 an die Moskauer Uni gekommen. Schnell begriff er, dass er Karriere nur über die Partei machen konnte. Nach dem Studium ging er deshalb den langen Weg durch die Provinzorganisationen der Partei. Jahre später kehrte er nach Moskau zurück. 1985 stand er dann ganz oben, Staats- und Parteichef der Sowjetunion. Mit Perestroika und Glasnost wagte er ein Stück Demokratisierung. Es war der Anfang vom Ende der Sowjetunion. 1991 putschten die Gegner seiner Politik Panzer in Moskau. Doch der Putsch schlug fehl, weil dieser Mann sich ihm entgegenstellte. Boris Jelzin war der neue starke Mann in Moskau. So stark, dass er Gorbatschow vor den Putschisten rettete und ihn dennoch kurz darauf entthronte. Eine Rückkehr in die Politik hat Michail Gorbatschow nie mehr geschafft. Doch sein großes Verdienst bleibt. Er hat seinem Volk das Tor zur Freiheit aufgestoßen. Unser Korrespondent Demian von Osten ist uns aus Moskau zugeschaltet. Demian, wie ist der Tod von Michail Gorbatschow eigentlich in Russland aufgenommen worden? Definitiv anders als im Westen. Also hier gibt es dann durchaus ein differenziertes Bild auf Michail Gorbatschow, weil der Zerfall der Sowjetunion, der die Folge seiner Reformpolitik war, hier doch von großen Teilen der Gesellschaft nach wie vor oder von wichtigen Teilen der Gesellschaft nach wie vor als eine Niederlage empfunden wird. So wird auch das bei vielen heute immer wieder hervorgehoben. Die Reaktionen hängen aber auch sehr stark davon ab, welcher politischer Richtung jemand zugehörig ist. Eher liberale Politiker heben seine Verdienste für die Freiheit und die Offenheit für die sowjetischen Völker hervor, während eher regimenahe und regierungsnahe und konservativere Politiker hervorheben, dass er doch ein eher schillernder Politiker gewesen sei, der am Ende auch großes Leid und Tragödien für den großen ehemaligen Staat Sowjetunion hervorgebracht habe. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Gorbatschow ja auch in den vergangenen Jahren durchaus Putin kritisiert hat, unter anderem beim Thema Rede- und Pressefreiheit. Wie hat denn Putin auf den Tod reagiert? Bisher gibt es nur eine Mitteilung des Pressesprechers des Kreml, Dmitri Peskow, der in der Nacht sagte, dass Russlands Präsident Putin größte Anteilnahme an die Angehörigen ausgerichtet habe und ein tiefstes Mitgefühl ausgerichtet habe. Und außerdem wird es heute wohl ein Kondolenztelegramm geben, was an Freunde und Familie von Michail Gorbatschow versendet werden soll. Haben Sie eigentlich irgendetwas gehört, auch von den russischen Bürgerinnen und Bürgern? Wie sehen die Gorbatschow, ähnlich wie die Politiker und Politikerinnen, wie Sie es gerade beschrieben haben? Ja, tatsächlich ist der Zerfall dieses ehemaligen Imperiums für einige Teile der russischen Gesellschaft nach wie vor etwas Schmerzhaftes. Und ein Punkt, der im deutschen Rückblick oft vergessen wird, ist, dass für die Russinnen und Russen danach ja eine sehr unruhige Zeit in den 90er Jahren folgte, mit dem großen Verlust von Sicherheit und wirtschaftlicher Stabilität. Das ist etwas, was alle in den entsprechenden Generationen
Revolutionen erlebt haben und worunter sie rückblickend noch leiden, was wir in Deutschland oft nicht so sehr auf dem Schirm haben. Und das Versprechen, was dann Russlands jetziger Präsident Putin dann den Bürgern mitgegeben hat, es gibt wieder Sicherheit, dafür beschneide ich wieder eure Freiheit. Das ist etwas, was auch auf diesen Erfahrungen in den 90er Jahren beruht. Deswegen wird heute viel auch kommentiert von wiederum Politikern. Gorbatschow sei jemand, der mit großen Ideen angetreten sei, aber dadurch etwas ausgelöst habe, was er vielleicht gar nicht so selber beabsichtigt habe, nämlich den Zerfall eben der Sowjetunion. Und der wird eben doch teilweise kritisch gesehen. Übrigens auch werden auch einige Aktionen und Handlungen von Gorbatschow in anderen Sowjetstaaten kritisch gesehen. Er hat ja auch angeordnet, Panzer zu entsenden, etwa nach Georgien oder nach Litauen. Das ist etwas, was die dortigen Völker auch nicht vergessen haben. Am Ende steht eine russische Demokratie oder stand, muss man vielleicht mehr sagen, weil die in Russland von Putin ja Stück für Stück demontiert wird gerade. Was bleibt denn eigentlich von Gorbatschows Lebensleistung? Ja, zumindest von der Demokratie ist Stand heute in Russland nicht sehr viel übrig. Wir sind mittlerweile eindeutig in einem autoritären System, was jegliche Freiheitsrechte sehr stark beschnitten hat. Natürlich sind wir nicht zurück in der Sowjetunion. Der Staat ist nach wie vor offener, als es die Sowjetunion war, mit Reisemöglichkeiten ins Ausland. Auch technologische Entwicklungen wie das Internet sind zwar zurückgedreht worden, aber eben nicht auf Null. Und die Ideen, dieses Gefühl, was wir auch in dem Beitrag gehört haben, dieses Gefühl von Freiheit oder diese Idee, die Tür zur Freiheit aufgestoßen zu haben, das wird bleiben, mindestens in einigen Schichten der russischen Gesellschaft, die das nicht vergessen werden. Und so etwas dürfte bleiben. Und wir wissen ja auch nicht, wie sich die politische Entwicklung in Russland weiter gestaltet. Schauen wir nochmal auf die Beerdigung. Die soll auf dem Neujungfrauenfriedhof stattfinden. Das ist ein Friedhof unter anderem für Prominente, auf dem auch schon seine Frau Raisa beerdigt ist. Wie wird diese Beerdigung wohl ablaufen? Die Staats- und Regierungschefs können wahrscheinlich nicht dabei sein, oder? Ja, dazu ist bisher noch sehr wenig bekannt. Tatsächlich gab es eben die Meldung einer russischen Nachrichtenagentur, dass kein Staatsbegräbnis geplant werde. Das ist aber bisher erst eine Meldung mit unklarer Quelle. Deswegen können wir das noch nicht hundertprozentig bestätigen, dass das wirklich so ist. Aber natürlich fällt der Tod von Gorbatschow jetzt in eine Zeit der völligen Abwesenheit von Beziehungen auf hoher staatlicher Ebene zwischen dem Westen und Russland, und deswegen ist im Moment sehr schwer vorstellbar, auch wegen Reisebeschränkungen und einer Vielzahl anderer Gründe, dass jetzt in großem Stil westliche Regierungschefs nach Moskau reisen würden. Aber wie gesagt, ganz genau ist noch nicht klar, wie das Begräbnis ablaufen würde. Vielen Dank nach Moskau, Demian von Osten.